Hi Leute, auch in der vierten Staffel geht es wieder rund. Wir bauen und planen, bis alle Züge von Stadt zu Stadt fahren. Mit Like, Abo, Kommentar wird das nächste Cube Game Adventure wieder wahr. Hallo Leute, herzlich willkommen zur 60. Folge der vierten Staffel. Jo, es wird wieder mal Zeit, dass ich mal wieder eine Folge hier abdrehe. Und vor allen Dingen auch mal wieder Spiele. Es ist so viel passiert in der letzten Zeit. Ich hatte wirklich keine Zeit. Sorry dafür, aber man kann es halt leider nicht ändern. Aber jetzt habe ich die Zeit mal wieder gefunden, mal wieder eine Runde zu spielen. Jo, was haben wir hier? Hier haben wir einen schönen Flirt, der gerade nach Exelhausen einfährt. Und zwar Exelhausen ist hier unser Stichwort. Wir haben ja unsere Städtelinie. Aus dem letzten Würfel haben wir noch eine Linie übrig. Die haben wir bis hierher gebaut. Zack, hier. Und wir müssen jetzt nach Exelhausen. Und zwar schauen wir uns dafür einfach mal den Bahnhof an, wie es hier ausschaut mit den Terminals. Hier ist vollgesetzt, da ist besetzt, da. Gleis 4 wäre noch und Gleis 6 und 7 wäre auch noch möglich. Oh, Gleis 9 auch noch und 11. Na gut, da haben wir ja noch ein bisschen Reserve. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir bauen den zweiten Bahnhof, um einfach mal hier noch ein bisschen mehr Züge in den Bahnhof fahren zu lassen. Aber wir haben noch ein bisschen was frei. Wie sieht es denn hier aus mit der 6 und mit der 7? Also die 6 und 7 ist definitiv frei. Das wären die zwei Gleise hier. Das sind zwar kurze Gleise, aber das macht nichts. Die können ja trotzdem genutzt werden. Und genau das werden wir auch tun. Dann gucken unsere Züge wahrscheinlich hier hinten ein bisschen raus. Aber das ist nicht weiter schlimm. Damit können wir leben. Und zwar habe ich hier auch Folgendes vor. Wir werden mal einfach ein Gleis hier rausziehen. Ich werde schauen, dass wir hier relativ schnell nach oben kommen und hier über die Gleise rüberkommen. Dass wir gar nicht im Prinzip uns hier mit den vorhandenen Gleisen beschäftigen müssen. Und zwar, dass wir hier rauskommen. Ich nehme hier mal vorsichtshalber beide weg und dann schauen wir einfach mal. Oh, 6000, da sind wir noch nicht. Ich nehme ganz einfach mal ein Gleis und guck mal, ob wir es irgendwie schaffen, die Dinger hier in die Höhe zu bekommen und ob da eine Brücke draus wird. Aber ich glaube, das wird ganz schwer. Vielleicht müssen wir ein bisschen umbauen, dass wir die ein bisschen rübernehmen, dass wir ein bisschen mehr Gleis bekommen, ein bisschen mehr Weg sozusagen. Dafür lasst mich mal hier die Pausentaste nutzen und wir müssen einfach mal dieses Gleis hier ein bisschen weiter rumziehen vorher. Dann sollte uns das gelingen, weil auf Geschwindigkeit brauchen wir jetzt hier erstmal nicht zu achten. Ja, nach unten möchte ich auch nicht, wenn, dann möchte ich schon auf Höhe bleiben. So, dann nehmen wir das hier weg, dass wir auch das richtige Gleis wieder anschließen. Zack. Dich werden wir hier ransetzen, und zwar genau so. Schwupp. Damit müsste unsere Fehlermeldung wieder weg sein. Ja, ist sie auch. Und wir haben hier wieder freie Einfahrt und vor allen Dingen haben wir hier ein bisschen mehr Weg. Schauen wir mal, wir kommen mit dem Tunnel. Vielleicht klappt das ja auch mit dem Tunnel. Das wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt. So sagen, wir gehen mit dem Tunnel runter. Gucken, ob wir noch weiter runterkommen. Ja, wir kommen auch ein Stück weiter runter. Das sieht ja schon mal gut aus. Das gefällt mir.
Das könnte definitiv etwas werden, dass wir hier mit einem Tunnel durchkommen. Ja. Das sieht erstmal so gar nicht schlecht aus. Lass mich mal ein bisschen weiter ziehen. Dann kommen wir ja nicht ganz so tief runter. Aber ich glaube, bis dahin müssen wir schon noch gehen. So, wir gucken mal, wie weit wir hier noch eventuell nach oben kommen. Sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Genau so machen wir das. Zack, haben wir erstmal ein Gleis. Mal schauen, ob wir noch ein zweites hier hingezaubert bekommen. Das wäre natürlich sehr schön. Ja. Das klappt nicht ganz. Dass wir hier mit einem zweiten Gleis irgendwie rankommen. Aber gut, vielleicht klappt es auf dieser Seite, dass wir sagen, wir gehen mit dem zweiten Gleis rüber. Ja, das funktioniert. Sehr schön. Gut, damit haben wir hier ein schönes Portal. Aber wir haben hier gelernt, dass wir ein bisschen Weg brauchen an den Bahnhöfen. Wenn die Züge hier zu lang sind, nicht, dass sie rüberragen und wir hier keine gut, das müssen wir ja mal gucken, vielleicht bekommen dich müssen wir doch eigentlich hier ranbekommen. Das sollte doch funktionieren, dass du hier mit eingleist. Ja, das klappt. Es war jetzt keine Hochgeschwindigkeitsstraße, aber ist ja auch nicht sein. Okay, dann schauen wir mal, ob wir hier noch die Verbindungsweiche hinbekommen. Nein, das klappt hier nicht, aber wo es klappen könnte, hier im Tunnel vielleicht. Was wir sagen. Vielleicht machen wir das auch ganz anders, dass wir einfach mal die Gleise erstmal hier an die Oberfläche wiederholen. Dass wir definitiv hier rauskommen. Wo müssen wir hin? Wir müssen dort ungefähr hin. Genau, so schaut es ganz gut aus. Ja. So gefällt mir das. Zack, dann geht's hier lang. Und einmal da rein. Perfekt. So, dann machen wir nämlich folgendes, dann machen wir nämlich hier unsere X-Weiche für die Einfahrt in den Bahnhof. Dann nehmen wir das hier weg. Zack, und dann bleibst du nämlich hier. Dann haben wir die Wahl des Gleises, die Einfahrt halt hier vorne. Das passt. Gut, dann lasst uns hier mal noch die Gleislücke schließen. Zack, einmal so. Und hier werden wir mal direkt rangehen an unser Gleis. Steigung zu groß, so ein Quatsch. Ich würde eher sagen, Straße im Weg. Ich wollte ja von hier aus bauen, dass wir die Brücke mitnehmen. Genau so machen wir das. Sehr schön. Gut, dann geht's hier weiter. Zack. Und hier noch einmal schnell die Lücke geschlossen und damit passt das. Dann gibt's hier die Straße zurück. Ich werde mal ganz frech hier nur Stadtstraßen nehmen, aber ich hätte hier eine Kurve, gefällt mir besser, wenn wir mit der Kurve lang gehen, das sieht definitiv besser aus. Und dann würde ich hier ganz gerne unter die Brücke durch, genau so,
Zack. Und weil wir das hier gerade alles am Haken haben und neu machen, würde ich auch hier sagen, nehmen wir einfach mal gleich die neue Straße bis in die Stadt hinein. So sieht's gut aus. Okay. Hier lasst uns mal noch die Verbindung schaffen. Sehr schön. So, Strecken sind alle in Ordnung. Züge können wieder fahren. Und damit ist unsere Strecke fertig gebaut. So, dann werden wir hier mal ganz fleißig Signale setzen. Fangen wir mal an. Das ist die Einfahrt. Und dann gibt es hier für die Ausfahrt eine automatische Signalisierung. Und definitiv, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Zack. Das sieht richtig gut aus. Bis kurz vor Potsdam haben wir das geschafft, würde ich sagen. Jo, so sieht's aus. Dann gibt's hier noch den Rückweg. So, da werden wir hier das erste Signal setzen. Zack. Und der Rest sollte sich alleine bauen. Perfekt. So, wie geht's denn hier weiter? Wir kommen hier aus Potsdam raus, haben wir gesagt. Dann fahren wir. Fahren wir denn hier lang? Das war ja auch so eine Frage. Wo geht's hier für uns lang? Achso, Potsdam hat definitiv hier ein Gleis. Zack, hier lang hier. Koppeln wir uns aus. Dann ging's hier, glaube ich, nach. Ging's hier nach Hamburg? Glaube ich nicht. Ich muss mal auf meinen schlauen Zettel gucken. Welche Städte wir hier verbinden wollten. Und zwar haben wir jetzt Exelhausen haben wir. Dann geht es nach Potsdam. Dann müssen wir nach Brandenburg an der Havel. Hamburg. Ja, dann geht es hier doch nach Hamburg. Okay, aber die Strecke existiert ja schon. Das ist gut. Wir machen mal Folgendes, wir werden hier einfach mal, oder ich werde einfach mal die Linie machen. Und dann werden wir danach signalisieren. Und zwar sind wir hier in Staffelberg. Potsdam, Brandenburg an der Havel, Hamburg und Exelhausen. Ich glaube, hier sollte das Ganze beginnen, oder haben wir nicht... Nee, hier sollte das Ganze nicht beginnen. Wir nutzen doch hier die Gleise schon. Deswegen haben wir noch hier die Einfahrt, glaube ich, geschaffen für unseren... Genau hier, die haben wir noch geschaffen für unseren Zug. Also, Staffelberg. Exelhausen, Potsdam, Brandenburg an der Havel und Hamburg. Dann geht's doch hier los, würde ich sagen. Weil Henningsdorf ist vernetzt, Cube City ist vernetzt, Cube See und Würzburg und Heidelberg. Gut, dann fangen wir hier einfach mal an. Aber vielleicht haben wir ja gesagt, wir fahren hier von... Heidelberg aus. Kann das sein, dass wir gesagt haben, wir fahren von Heidelberg aus. Wer fährt denn hier eigentlich? Ja, hier fährt nämlich keiner, genau. Genau, wir machen hier Heidelberg, fangen wir hier an. Und dann geht es nämlich los. Also, eine neue Linie hätte ich ganz gerne. Und zwar wäre das die... Rex 7, wenn mich nicht alles täuscht. Nein, das wäre sogar die Rex 6. So, dich werden wir erstmal noch in netten Blau eintupfen hier. Zack. Und dann gibt es hier die Rex 8.
So schaut's aus. REX 8 von HB. Na, wir machen mal anders. Heidelberg nach STH Staffelhausen. Dann geht's nach BRA ADH Brandenburg an der Havel. Dann glaube ich, waren wir in Hamburg. HB Hamburg. Dann geht's nach STD Potsdam und abschließend nach Exelhausen. Schwupp. So, damit hast du eine nette Farbe und wir fangen mal an, hier die Station hinzuzuklicken. Heidelberg. Dann geht's hier nach Staffelberg. Wupp. Sieht auf den ersten Blick erstmal nicht verkehrt aus. Dann geht's hier nach Brandenburg. Das passt nicht ganz. Da müssen wir, glaube ich, in Staffelberg mal das Gleis anpassen. Geht's denn für dich hier lang nach Brandenburg? Ich glaube, wir fahren sogar. Ja, doch. Klar, wir fahren hier lang. Von Brandenburg ging es dann hier raus nach Hamburg, wenn mich nicht alles täuscht. Zack, so, Autosave haben wir auch überstanden. Hamburg passt aber nicht ganz, weil Hamburg fahren wir nämlich hier an. Das wäre in Hamburg nicht Gleis Nummer 4, sondern wir probieren es mit Gleis Nummer 1. Vielleicht die 2. Die 2 sieht gut aus. Dann geht es nach Potsdam. Dort aus geht's nach Cube City rüber, Exelhausen, sorry. Wupp. Von da geht's wieder zurück nach Potsdam. Und dann fahren wir wieder nach Hamburg. Dann tauchen wir in Brandenburg ein. Staffelberg und letztendlich landen wir dann wieder in Heidelberg. Sehr schön. Gut, dann schauen wir uns mal die Linie separat an. Nur dich, nichts anderes. Sehr schön. So, dann können wir auch hier gleich mal prüfen, was unsere Signale sagen. So, das schaut schon mal ganz gut aus. Hier gibt es Signale und wir sind auch auf der richtigen Seite. Das passt. Und damit düsen wir hier. Ungestört. Nach Staffelberg. Zack. Das passt hier noch nicht ganz mit dem Rückweg, aber das bringen wir hin. Das sollte kein Problem sein. Wir müssen mal gucken, den Rückweg in Staffelberg. Der Hinweg passt schon mal. Staffelberg Gleis 3 funktioniert nicht. Gleis 6 nee, ganz gerne. Genau. So war das gewünscht, dass du hier definitiv
diesen einen Bahnsteig nutzt. Oh, was ist denn hier? Das hier ist Stau. Hier stehen so viele Fahrzeuge. Das gefällt mir gar nicht. Zumal wir ja hier auch lang müssen. Uiuiui, was staut sich denn da zusammen? Aber wir kontrollieren jetzt erstmal die Strecke. So viel Zeit muss sein. Dann geht es hier nach Brandenburg. Und dann geht es hier wieder raus aus Brandenburg. Genau, nach Hamburg. Hier ist der Abzweig nach Hamburg. Hier passt es noch nicht ganz mit unserem, mit der Rückfahrt. Hier gucken wir mal, ob wir hier die 1 nehmen. Das sieht schon viel besser aus. Damit bist du jetzt hier zweigleisig. Dann geht's für dich nach Potsdam. Zack, hier wieder ein Gleis. So schaut's aus. Und dann fahren wir hier schnurstracks durch. Nach Exelhausen. Perfekt. Und da packen wir in die 7. Sehr schön. Gut, gefällt mir. So, wer hat hier ein Problem in Staffelberg? Was ist hier los? Warum steht ihr alle hier? Was ist mit dir, mein Junge? Er wartet auf freie Wege. Wo muss er denn hin? Wer ist er denn? Die RE3. Aha. Aber du hast doch freie Wege. Du kannst doch fahren. Oder bist du zu weit vorgefahren? Nö. Was ist los? Fahrzeugverhalten. Zack. Wir drehen dich mal kurz um. Und dann geht's los. Ja. Wo ist dein Problem, mein Junge? Du kannst doch fahren. Oh, unser guter Dosto. Unser guter weiße Lady. Ist nicht die weiße Lady, ist die 252, glaube ich, ne? Genau. So, damit setzt du dich auch in Bewegung. Das ist gut. Und alles, was hier hinten dran steht, macht dann dasselbe. Oh, hier steht ja richtig viel. Von ICE angefangen bis über... Ach, du Backe. Na, das kann ein Weilchen dauern, bis hier wieder alles funzt. Aber gut. Vielleicht sollten wir sagen, dass wir dieses Nadelöhr hier ein bisschen entwirbeln. Dass wir einfach mal sagen, na gut, da weiß ich jetzt nicht, inwiefern wir hier rauf müssen. Wo du halt hin musst. Du da rüber musst oder nicht. Was wir hier machen können, wir können die Signale ein bisschen dichter stellen, dass die Züge etwas dichter aufeinander fahren können. Das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee, zu sagen, wir stellen hier nochmal ein Signal hin. Du nämlich fahren. Und der nächste kann ja auch einparken. Zack, damit wird der nächste hier durch. Und dann sollte sich das hier eigentlich wieder auflösen. Und die Züge sollten recht gut klarkommen. Da kommt schon der nächste Flirt angerollt. Hier kommt der Shinkansen oder was das auch immer ist. Zack. Ja, jetzt bewegt sich hier wieder alles.
Okay, gut, wir sind in Bewegung. Damit haben wir den Knoten hier wieder ein bisschen aufgelöst. Ja, es wird noch ein bisschen dauern, bis hier alle wirklich so fahren, wie sie fahren sollen. Aber ja, das gehört halt dazu, dass man hier mal so eine Staustellen hat. Warum auch immer das ausgelöst worden ist, ich weiß es nicht, kann ich nicht beantworten. Aber egal. Gut, dann lasst uns hier mal einen Zug kaufen in Heidelberg. Würde ich sagen, wo steht hier unser Depot für unsere Fahrzeuge? Haben wir momentan noch keins. Na, dann wird es aber Zeit, dass wir hier mal in den Berg. Würde ich sagen, dass wir hier in den Berg einfach mal ein Depot reinnageln. Genau, lasst uns hier mal ein Stück Gleis noch ziehen. Zack. Dann geht's für dich hier ran. Und hier nehmen wir mal ein zweites Gleis mit. Das brauchen wir bestimmt auch noch. Oh, Brückenpfeiler am Weg. Na. Wer hätte es denn gedacht? Wir probieren es hier mal in kleinen Schritten. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Ah, da scheint mir die Straße hier zu stören. Okay. Na, was ist denn mit meiner Maus halt los hier? So. Na, ja, manchmal muss man einfach nur Glück haben. Und hier so mal die kleinen Wege ausprobieren. Dann funktioniert das. Hier wusste jetzt auch gerade nicht, was wir von ihm wollen. So, falls wir hier noch mal eine zweite Zuglinie haben oder benötigen, dann haben wir hier schon mal ein paar Gleise. So, Gebäude. Hätte ich hier ganz gern mal ein Depot. Da. Nein, kein Bahnhof. Einfach nur ein Depot. Reicht aus. Wer bist du denn? Typ 1, Standardgleis 120. Ja, okay. 300 gehen wir auch. So, dann setzen wir dich mal hier rein. Drehen wir dich mal hier so ein bisschen rum. Zack. Das zweite Gleis ab reingemeißelt in den Berg. So schaut's aus. Dich schließen wir hoffentlich hier an. Krümmung zu groß. Das ist. Mal so in Ordnung. Passt. So, lasst uns das hier ein bisschen schick machen. Das ist nicht ganz so komisch ausschaut. Perfekt. Gut, hier unten drunter unsere Trasse. Wir kommen hier aus dem Depot raus. Fahrzeuge kaufen. Jo, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ich hätte hier definitiv etwas Elektrisches. Moderneres und schnelles vor allen Dingen. Wer bist du denn? Lightwalk DB. Aha. Oh, S-Bahn Berlin. Ach so, dich haben wir ja schon. Hybrid. Schnick, schnack, schnuck. Den hier schon im DB Regelroot. Ich würde mal hier die Berliner, die Farben der Berliner S-Bahn nehmen. 3 Wagen, 4 Wagen. Ah, wir nehmen nur mal 5. Ach komm, wir nehmen 6 Teile. Wir haben relativ lange Bahnhöfe. Außer in Exelhausen, aber da gibt es ja unsere Gleisverlängerung. So, was haben wir denn hier an Züge? Ich muss nachschauen, ich weiß es nicht mehr. 4 Züge dürfen wir uns hier genehmigen. Oh,
natürlich nicht hintereinander, sondern nach, ja, nacheinander. Zack, da sind sie. Und ihr bekommt hier die Strecke REX 8. Da macht's plopp. Die Türen öffnen sich. Die Züge kommen hier raus. Ich möchte noch mal ganz schnell die Linienfarbe anpassen. Und damit hier auch alles blau ist, sozusagen. Dann gucken wir uns mal unsere Errungenschaft. Ja, das war der, den die Rennscheinwerfer, der hier alles ausleuchtet. Sehr schön, hier steht es auch dran. BVB, Berliner S-Bahn, Deutsche Bahn. Jo, dann haben wir zwar nicht die Berliner S-Bahn hier, aber wir haben halt einen Zug in dieser Markierung. Nicht schlecht, gibt es so in Wirklichkeit nicht. Den Zug mit dieser Lackierung. Gut, wir verpassen hier keine Zeit. Wir hüpfen definitiv rein und fahren jetzt hier einfach mal mit in Richtung Stackelberg. Mal schauen, ob wir hier den einen oder anderen Passagier schon oder Fahrgäste bekommen. Und dann geht's für uns hier los. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir hier ein bisschen Geschwindigkeit hier rausbekommen. Also auf diesem Teilstück definitiv, weil da fahren wir bis jetzt allein. Auch hier mal eine schöne Schanze. Zack, die müssen wir noch ein bisschen verändern, gefällt mir nicht. Aber dann geht's hier schon mal los. Also wir haben schon nette 180 km/h auf dem Tacho in Richtung Stachelberg. So, wir haben auch schon 31 Minuten Fahrzeit, 31 Minuten Aufnahmezeit. Holla, holla, holla. Eigentlich wollte ich schon mal noch ein Stück mitfahren hier mit der neuen Linie. Das machen wir auch, wir werden noch ein Stück mitfahren. Wir fahren bestimmt sicherlich nicht die ganze Linie, also das würde die Serie oder die Folge sprengen vom zeitlichen Rahmen her. So, hier fehlen wir uns mal ein und durch, dass wir auf unser Gleis kommen. Ich werde mal gucken, ob ich hier ein, zweimal noch umschalten kann. Ich hoffe, das Spiel stürzt nicht ab. Bis jetzt hat sich das wacker gehalten. Toi toi, finde ich gut. Und ja, wir sind weiterhin hier in Richtung Exelhausen mit über 200 km unterwegs zu 130 und wir scheinen ja erstmal freie Fahrt zu haben. Das ist gut, das gefällt mir. Ich glaube, die Züge brauchen wir so an der Stelle erstmal nicht verteilen. Das geschieht ja ganz automatisch, weil wir haben definitiv genug Verkehr auf den anderen Linien und Strecken, wo wir fahren, die jetzt nicht für uns sind. Von daher alles gut. Jo, hier haben wir auch ein bisschen Gegenverkehr. Kollege, grüße dich. Wir sind jetzt auch hier. Wir fahren hier auch lang. Mit 300 km/h sind wir recht flott hier unterwegs für eine REX. Aber wir setzen hier schon zur Bremsung an, weil wir sehen Exelhausen voraus. Das heißt, der Bahnhof ist nicht mehr weit. Und hier kommt wesentlich mehr Gleise aufeinander. Jetzt haben wir gleich den Bahnhofsbereich. Genau, hier mit 140 km/h. Nette Geschwindigkeit. Für uns geht es nach rechts, wenn mich nicht alles täuscht. Unten drunter durch. Genau. Dann werden wir hier in den Bahnhof relativ geschmeidig einfahren. Schaut's aus, Signal ist grün. Wir haben hier unser eigenes Gleis und wenn mich nicht alles täuscht, hätten wir auch die ersten Fahrgäste. Hallo TGV. Hallo, ja. Fuxing Pung, Pong, Peng. Keine Ahnung, irgendwas in die Richtung. Und der Knoten scheint sich hier auch aufgelöst zu haben mit den anderen Zügen in Stachelberg. Also hier scheint wieder ein normaler Zugverkehr vonstatten zu gehen.
Das hört sich gut an. Und die ersten 7 Fahrgäste, 8 Fahrgäste sind eingestiegen und wollen mit uns mit in Richtung Brandenburg und dann gegebenenfalls noch weiter. Genau, diese Strecken kennen wir alle schon. Das ist vorhandenes Gleis, aber es macht nichts, da fahren wir trotzdem mit. Weil wir möchten ja mal sehen, was hier alles so geschehen ist in der letzten Zeit. Wie sich das eventuell hier so ein bisschen verändert hat, das Ganze. Hier der eine oder andere Baum hinzugekommen, die Städte haben sich vielleicht ein bisschen vergrößert. Das ist definitiv, auch hier ist wieder, ja, freie Fahrt, hier steht kein Zug, zumindest habe ich jetzt keinen gesehen, der uns hier in irgendeiner Art und Weise behindert oder andere Fahrzeuge, also hier hat sich alles aufgelöst, das sieht gut aus, ist wieder normaler Zugverkehr und wir werden hier mal bis nach Brandenburg an der Havel ansteuern. Hier gibt es eine Durchfahrt durch den Güterbahnhof. Das machen die anderen Züge auch so. Wir düsen hier durch. Lasst uns hier mal kurz gucken. Das sieht bestimmt ganz abenteuerlich aus, wenn wir hier durchdüsen. Sehr schön. Zack. Hier, Kollege Güterzug. Hallo, grüße dich. Wir werden uns jetzt öfter treffen hier auf der Linie, auf dieser Strecke. Das ist unser normaler Liniengüterverkehr und Personenverkehr gemischt. Und dann sind wir auch gleich bald Abzweig Brandenburg. Und dann sollten wir auch gleich in Brandenburg sein. Genau. So, damit haben wir eigentlich jetzt in der 60. Folge den Würfel aus der Folge 51 abgeschlossen. Das Ganze hat jetzt wirklich 10 Folgen, gut 9 Folgen gedauert. Bin beeindruckt, aber gut. Hier müssen wir mal dem Kollegen die Vorfahrt lassen. Der war halt als erstes da. Leider Autosave natürlich auch noch. Da nicht viel. Genau, den Kollegen lassen wir hier mal vortritt, aber wir können sicherlich auch gleich fahren. Genau, da springt das Signal auf Grün und wir haben auch Einfahrt in unseren Islands Bahnhofsterminal. Wir haben hier nämlich eines Gleis, das war noch frei. Soweit mich nicht alles täuscht. Oh, hier ist richtig was los. Hier stehen einige Passagiere. Wenn die alle mit uns mit möchten, dann haben wir alles richtig gemacht, würde ich sagen. Dass wir hier eine Strecke gefunden haben, die von den Passagieren so noch nicht genutzt wird. Direktverbindung nach Hamburg hatten wir noch nicht aus Brandenburg an der Havel, aber okay, wir möchten nicht alle mit, das ist in Ordnung, aber immerhin 47 Personen und wir müssen mal gucken, dass wir hier freie Fahrt erhalten. Okay, ich würde sagen, wir bleiben bei unserem Zug. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe mal ganz stark und ja, verspreche euch, dass es nicht wieder so lange dauert wie jetzt die Folge. Bis dahin. Tschüssi. Euer XLK. Bye bye.